So, meine lieben Freunde, einen wunderschönen. Wie geht's, wie steht's? Alles gut bei euch? Zack. Moin, moin zusammen. So, Leute, wir machen jetzt weiter auf The Island. Der Scorched Earth-Server ist zwar noch da, aber wir können nicht mehr hin und her reisen. Wir müssen quasi, wenn wir auf dem Scorched Earth-Server spielen wollen, umloggen. Anders geht das leider nicht. Wir können auch keine Dinos und so hin und her transferieren, weil wir mit dem Cluster enorme Probleme haben. Das wird wohl nicht so funktionieren, dass wir ein Cluster machen können, wenn wir VPN haben. Und ohne VPN können wir leider nicht spielen, weil sonst wird unser Server safe gededost. Jetzt wird wieder Kuchen gemacht. Sehr schön. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will lecker Kuchen haben, der muss nur den Bäcker fragen. Alter, wir haben aber schon ordentlich, ne? Und ihr sagt, für Bossfights sind die wichtig, die Kuchen, für die Teris? Dann ist ja gut, dass ich hier so viele jetzt herstelle. Und schon wieder ein Stack voll. Also wenn der das jetzt nicht schafft, dann wäre ich echt traurig. Aber die wird der alles schaffen, locker. Du bist so kacke, du hast es nicht verdient zu leben. Kann ich ihn dauerhaft betäuben? Das habe ich schon gut angestellt, Leute, ne? Muss man mir einfach mal lassen. Kann man halt nichts gegen Captain Time sagen. Ich hätte einen Schrank craften müssen. Scheiße. Holy shit. 160er Megalodon. Junge. Was? Jetzt sag nicht, ich habe einen Stein drin. Dein Ernst? Wegen einem Stein? Er macht Theater wegen einem einzigen Stein. Wegen einem Stein? Lächerlich. Okay, wir müssen hier aber jetzt nochmal neu anfangen, Leute. So, das war's. Haus 3, ne? Hallo? Gemba! Schnell! SE! Wie? Ist doch drauf jetzt? Ja! Sehr geil. Ist das gleiche, wie du geschickt hast? Alles, no! Ne? Crocodile! Steht alles im Discord, Gemba. Okay.
Crocodile. Oh no, der wird mich jetzt gleich anspringen. Boah. No! Töte es! Sagtest du Süden 3, ne? Ja, Süden 3. Alter, ich hatte hier übelsten Kampf gegen Kroko. Holy shit, habe ich den noch gekillt im letzten Moment. Das verheilt. Das verheilt, Leute. Da machen wir uns gar keine Sorgen. Ein bisschen das kleine Fleischwunde da am Fuß. Der hat nur einen kleinen Zeh verloren beim Kampf. Das passiert. Sportig. No! Alles. Level 68er Kroko. Kommt aus nichts gejumpt. Gibt's hier eigentlich Trodons auch? Ich glaube hier auf der Map nicht. Aber hier sind die Krokodile der Abfucker. Nein! Der Kroko schon wieder! Der läuft auch direkt neben meinem Rucksack wieder rum, weißt du? Absicht. Oh Gott. Oh. Hitzewelle. Ja, geht ja schon gut los, ne? Da können wir gar nichts gegen machen gerade, ne? Doch, ins Wasser stellen. Ja, ich bin im Wasser, aber da passiert nichts. Ich krieg die trotzdem ab. Nee, wenn du im Wasser bist, passiert nichts. Nee, du musst auch nur im Schatten sein. Du darfst nur nicht in der Hitze sein. Also da, wo Sonne hinkommt, glaube ich. Wo der die Partnerschaft bei Twitch beantragt hat. Da schreibt ein Zuschauer ganz normal, beantragt oder bestätigt? Fragezeichen. Und der Typ, der diesen Kommentar gerade, der aus aller schlechtesten Deutsch bestand, geschrieben hat, schreibt einfach, kannst du nicht lesen, du Hurensohn. Ja. Dann schreibt der andere, lustig, IRL würdest du mich nicht so nennen. Dann sagt der andere, was, lern mal lieber lesen, bevor du Fresse öffnest. Moment, das hat dann der Typ geschrieben, der das beantragt hat, oder was? Nein, der Typ, der den als Hurensohn bezeichnet hat. Okay. Und der kein Deutsch schreiben kann. Der soll mal, okay, ich verstehe, ja. Und dann schreibt er danach, ja, hab ich mir schon gedacht, dass du maultot bist. So eine Scheiße, Junge. Ich hoffe, sowas tut Twitch aber auch gar nicht erst in Erwägung ziehen. Ja, wobei, da braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Das ist so eine richtige... Das ist so die untere Schicht der Gesellschaft. Ja, ja. Das ist noch niedriger als... Der Bodensatz. Das ist noch niedriger als RTL-Niveau. Vor allen Dingen, der sagt in dem einen Satz, der eine soll lesen lernen und schreibt den kompletten Satz, den ganzen Satz vom Satzbau her verkehrt. Das sind die geilsten. Die anderen sagen wollen, lernen erstmal lesen oder so und dann kriegen die nicht mal einen vernünftigen Satz zusammen. Ja, aber das ist dann wieder eine Lese-Rechtschreib-Schwäche.
Oh, das Thema dürfen wir nicht anschneiden. Ja, weil ich hatte das Gefühl, das war die Ausrede für alles immer. Ja, letztens war auch einer hier im Stream, der hat damit rumgeprallt. Er sagte so, yo, ich habe 4000 Spielstunden und ich bin viel besser als ihr alle. Ich kann alles besser als ihr, aber ich will mich da jetzt auch nicht die ganze Zeit dran aufgeilen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, yo, aber alle Sätze, die du gerade schreibst, sind komplett voll mit Fehlern. Meinst du nicht, es wäre schlauer, die Zeit irgendwie vielleicht lieber in deine schulische Laufbahn zu stecken? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe LRS. Dann habe ich gesagt, ja, meinst du nicht, dass das vielleicht bei dir einfach auch ein bisschen Faulheit ist? Oh, und das war nicht gut. Da waren einige sehr, sehr beleidigt dann. Sandsturm! Sandsturm! Sandsturm? Ja, er fiebt, ja, yo, er fiebt! Yo, das Ding macht Lärm. Ja, ja, ich höre es. Oh nein, der Sandstorm ist da! Jetzt komme ich nicht rüber! No! Man sieht halt nichts mehr, Mann. Ich sehe nichts! Junge, ich sehe gar nichts. Es ist alles schwarz. Holy shit. Ah, jetzt sehe ich was. Ich stehe einfach hier in der Ecke. Ha! Und ich baue hier ein Haus. Nicht genug Holz. Ah, aber wenn du dich hier in die Ecke hockst, reicht es. Da ist nicht am Frieren. Ich gehe Holz holen. Im Sandsturm. Ja. Junge, ich sehe einfach gar nichts. Das ist so übel gerade. Holy shit. Ein einsamerer. Einsamer und tapferer Abenteurer auf der Suche nach dem Holz. Kämpft er sich durch unbekannte Territorien und findet Bäume, die er erntet. Eigentlich, wenn ein Sandsturm kommt, der auf der kompletten Map? Ja, klar. Der ist überall. Der einsame Abenteurer findet den Weg nicht. Doch, hier. Der einsame Abenteurer hätte niemals rausgehen sollen. Doch, der einsame Abenteurer... Oh, er hat's überstanden. Sturm vorbei. So, ich habe uns jetzt erstmal hier einen kleinen Raum gebaut, in dem wir uns jetzt erstmal so ein bisschen organisieren und formieren und lokalisieren können. Ja, ich bringe den Stuff jetzt erstmal rein. Ich werde jetzt erstmal meinen Stream ausmachen. Mhm. Wir hören und sehen uns morgen früh wieder, ne? Bis dann, Leute.